Hallo Leute, hier ist eure Licia. Ja, herzlich willkommen zu einer indirekten Folge von Star Stable Online. Und ich wurde sehr oft schon von euch gefragt, Launcher, was ist denn das? Und warum bist du immer so früh in Star Stable nach einem Mittwochs-Update online? Und über die Homepage kann ich mich noch gar nicht einloggen. Und eigentlich haben es mittlerweile alle mitbekommen, was ein Launcher ist. Und zwar ist der Launcher eine Verknüpfung auf eurem Desktop, dass ihr immer direkt auf Star Stable zugreifen könnt. Dass ihr euch nicht immer mit Chrome, Mozilla, Nightly, Internet Explorer oder so in SSO einloggen müsst und dann auf Spiele jetzt klicken müsst, sondern dass ihr einfach eine Verknüpfung auf dem Desktop habt, worauf ihr dann sofort zugreifen könnt. Und es gibt auch eine deutsche Erklärung und auch ein englisches Video darüber, wie man sich so einen Launcher installiert. Aber es fragen mich immer noch ein paar Leute, deswegen zeige ich euch das jetzt einfach. Ihr loggt euch einmal nochmal in Star Stable über die Homepage ein, klickt dann oben rechts auf euren Namen und auf Download. Dann werdet ihr auf diese schöne Seite hier verwiesen, wo hier auch alles super nochmal erklärt worden ist und in ganz einfachen Schritten. Also man kann es nicht falsch machen, aber ich mache es euch jetzt trotzdem mal vor. Wir klicken dann auf den grünen Button, das Spiel downloaden, speichern die Datei und dann könnt ihr aussuchen, wo die gespeichert werden soll. Ich habe jetzt einen eigenen Ordner dafür erstellt auf meiner Festplatte, wo ich meine eigentlichen Spiele immer speichere. Dann drückt ihr einfach auf Speichern, dann gehen wir auf den Download. Ihr seht, ich habe das gerade schon mal einmal versucht aufzunehmen, hat aber nicht so ganz funktioniert, deswegen ist das zweimal drin, aber egal. So, dann öffnet sich hier der Ort, wo ihr das gespeichert habt, die Exe. Dann macht ihr einen Doppelklick drauf, sagt, ihr wollt die Datei ausführen oder die Exe ausführen. Dann kommt hier dieses Star Stable Logo. So, dann klicken wir auf Weiter. Ist wirklich sehr simpel und einfach. So, dann hat sich hier schon so ein Icon erstellt. Dann seht ihr hier so ein schickes Fenster. Hier müsst ihr dann eure E-Mail-Adresse eingeben und euer Passwort eingeben. Hier könnt ihr noch die Sprache einstellen. Und hier unten ist jetzt gerade so ein Fenster aufgeploppt, oder was heißt Fenster, eher so ein Balken aufgeploppt, wo ihr seht, der lädt da gerade Sachen runter. Ich hatte das Spiel nämlich deinstalliert, weil ich hatte einmal für euch ein Wildpferde-Video erstellt. Und danach hatte ich immer wieder zwischendurch unregelmäßige DCs. Und zum Schluss des Wildpferde-Videos hatte ich euch geraten, wenn ihr das auch habt, dann deinstalliert das Spiel einmal komplett und dann ladet euch das komplett neu runter. Das habe ich jetzt auch in diesem Fall getan, deswegen habe ich mir gedacht, kann ich euch auch zeigen, wie das mit dem Launcher funktioniert. Ich warte jetzt einfach ab, bis die 710 MB komplett runtergeladen sind. Gebe dann hier meine E-Mail-Adresse ein, das mache ich mal fix und zeige ich euch noch, wie das dann weiter aussieht. Das Bild kann sich natürlich mit der Zeit vielleicht mal ändern. So, loggen wir uns ein. Momentan ist halt dieses schöne Bildchen hier immer zu sehen. Und wenn das hier komplett installiert ist, wird der Spiele-Button grün. Dann könnt ihr auf den Spiele-Button immer klicken. Müsst euch also nicht mit Mozilla auf SSO dann da einloggen, dann auf Spiele jetzt, sondern ihr geht einfach auf euren Desktop, macht einen Doppelklick auf das Icon und tada, seid dann schon so gut wie im Spiel. Müsst nur da einmal eure E-Mail-Adresse und einmal euer Passwort eingeben. Und wenn ihr das halt mittwochs mit dem Launcher auch startet, das Spiel dann, dann kommt ihr viel schneller rein, als wenn ihr das über die Homepage machen würdet, weil die ist meist noch down, wenn ihr das Spiel schon eigentlich spielen könnt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen für die, die das jetzt nicht lesen wollten oder so auf der SSO-Seite. Aber da steht das alles nochmal Schritt für Schritt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, eure Licia.